Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich beginne am Instrument mit einer Art Demonstration. Es schwebt mir heute vor, Ihnen unbedingt klarzumachen, was denn hier an diesem Instrument geschieht, wenn einer spielt. Das Instrument hat eine Spieltechnik, die immer Erstaunen und manchmal auch Unverständnis erregt hat, die aber jetzt nun schon über 60 Jahre existiert, natürlich auch noch vervollkommnet worden ist. Und das muss man auch wieder sagen, mit einem einzigen noch in dieser Form spielbaren Instrument auf der Welt. Ich habe heute dennoch das Programm noch ein wenig umgeändert, weil ja gleichzeitig jetzt in diesen letzten Wochen meine neueste CD erschienen ist. Und auf dieser CD kommen zum ersten Mal in größerem Umfang vor Kompositionen für das Instrument solo, ohne jede Tonbandtechnik im Studio und zweitens auch ohne jede Art von Begleitung. Diese neuen Möglichkeiten haben sich in den letzten 10 Jahren entwickelt, seit ich dieses schöne neue Modell habe, was die 3 Professoren von der Fachhochschule, ehemals muss man jetzt leider sagen, der Deutschen Bundespost gebaut haben. Ich meine mit ehemalig nicht die Post, sondern eben die Fachhochschule der Deutschen Bundespost. Und dieses Instrument hat die Spieltechnik und die Technik im Klang und auch in der Stabilität noch um ein weiteres Mal verschärft. Denn das, was mir gelungen war mit dem Mixtur-Trautonium, das war auch schon das Einzige auf der Welt damals. Und zwar war es einfach das Einzige auf der Welt, weil diese Technik auch ganz neu war und mir sogar ein amerikanisches Patent eingebracht hat. Und nun wollen wir mal versuchen, in Medias Res zu gehen. Und wir werden jetzt, Sie werden jetzt sehen, ich setze mich jetzt mal als Instrument und mache die grundsätzlichen Bewegungen, die man machen muss, wenn man hier spielen will. Und das werden wir auf die Leinwand werfen. Und ich hoffe, dass Sie es sehen. Wenn Sie es nicht sehen, dann müssen Sie sich noch äußern, da kann noch irgendwas gemacht werden. Man Sie sonst. Sie sollen sehen, unbedingt sehen, was geschieht, wenn da Töne kommen. Und die Hilfsmittel, die da sind, das ist also erstmal die Metallschiene, dann die Saite, die darüber gespannt ist, und dann die Hilfstasten, die oben drüber sind, und dann unter der Metallschiene, die beweglich gelagert ist, druckempfindlich, dieser Kontakt, mit dem der Ton eingeleitet wird und mit dem er auch in die schönen Formen der Dynamik umgewandelt wird durch feinste Fingerbrücke. Und diese Kombination wird dann noch vervollkommnet durch einen Pedaltrick. Ich will ihn mal vorher erläutern. Wir haben ja eine Kamera aufgestellt, aber wie man das sieht, habe ich noch nicht geprobt gesehen hier. Also das ist ein Trick, dass man ein Pedal im Allgemeinen ja so bewegt und da ist es leise und laut. Und bei meinem Pedal, da gibt es einen Schalter, da kann ich so machen mit dem Fuß. Und auf der anderen Seite so machen mit dem Fuß. Und diese beiden Bewegungen werden umgesetzt in Intervalländerungen. Das geschieht natürlich mit einer vorher festgelegten
oder eventuell während des Spiels vorbereitete Intervalländerungen. Diese Intervalländerungen kommen durch die sogenannte subharmonische Tonreihe. Nochmal ein letzter schwieriger Punkt, ich nehme es zu. Diese subharmonische Reihe ist ein uraltes Relikt der Musikgeschichte, man sollte es nicht glauben, aber schon in dem 15. und 16. Jahrhundert gibt es darüber Arbeiten. Und zwar war die Hauptsache zunächst einmal die Gestalt dieser Reihe. Diese Reihe hat die umgekehrte reziproke Gestalt der Obertonreihe. Das heißt also, sie beginnt nicht unten wie die Obertöne, sondern oben und steigt nach unten. Hat aber dieselbe Intervallabstände. Hier heißt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Wird immer enger und geht immer höher. Und hier heißt es 1, 1,5, 1 Drittel, 1 Viertel, 1 Fünftel, 1 Sechstel, 1 Siebtel, 1 Achtel und so weiter. Die Eigenart beider Reihen beruht darin, dass die Intervalle, die entstehen, zum Beispiel in der Obertonreihe 2 zu 3, in der Untertonreihe 1,5 und 1 Drittel, man spricht natürlich nicht immer von halber und dritter, sondern man sagt einfach zweiter und dritter Unterton. Das ist eine reine Quinte. Und das Intervall kann gar nichts anderes sein wie eine reine Quinte, weil eben in dieser Reihe keine Nebentöne sind. Das heißt, wenn ich eine Quinte spiele, und natürlich in meinen Kompositionen kommen viele Intervalle vor, Quinten, Quarten, Terzen, Septim, Nonen und als ein Korn sogar eine Primzahl ist in dem Konzert von Harald Lenz von 1955. Nein, jetzt, das war ja schon die zweite Wiederholung. Von 1952, dem Jahr, in dem das Nächstturtrautun schon gerade fertig geworden war. Da gibt es, ich spiele Ihnen das vor nachher, später allerdings, da gibt es einen Anfang des langsamen Satzes. Das sind achtstimmige Akkorde. Und diese achtstimmigen Akkorde werden gespielt auf dem ersten Manual vier subharmonische. Auf dem zweiten Manual nochmal vier subharmonische. Und das zweite Manual hat einen tiefsten Ton. Das ist ein Sechstakkord dadurch. Und dieser tiefste Ton ist die 19. subharmonische. Das heißt, wenn diese Töne gespielt werden, so sind sie nur Töne einer harmonischen Reihe. Die sind also in sich ruhend. Und sie können in der Tonhöhe natürlich auf der Seite bewegt werden. Wenn die beiden Töne nicht zusammenstimmen und die Reihe nicht zusammenstimmen, dann kann man das korrigieren, wie auf einer Violine oder wie auf einem Cello. Und das ist der Witz des Mixturtrautoniums. Da gibt es keine 12 Halbtöne pro Oktav. Ja, mein Gott, ich meine, das ist mit so wenig Tönen kann man auf Trautonium nichts anfangen. Hat auch alles ermöglicht, was einen sonst erstaunt hat. Ich denke nicht nur an Hitchcock und seine Vögelschreie, die gehen natürlich mit 12 temperierten Tönen auch nicht. Und an viele andere Sachen, die wir inzwischen gemacht haben, wo immer wieder diese feinen Änderungsmöglichkeiten und auch die Möglichkeit, es zu spielen, wo immer das hervorkommt. Nun möchte ich aber zum Abschluss meiner langen Ausführung, bitte mit Entschuldigung, möchte ich sagen, dass der Ton liegt heute nicht auf dem Instrument. Erstens mal habe ich schon oft gespielt und zweitens habe ich jetzt die Kompositionen vor Ihnen vorzuführen und die sind natürlich mit diesen Tönen gespickt und ich möchte noch mal etwas sagen zu der Art, wie ich es heute machen will. Es ist ja immer ein Vorrecht der Großen, die können dann einen Abend geben mit so wie Beethoven zu nahen, oder mit so etwas wie Bach Fugen, Präludien und Fugen, oder mit Chopin Etüden oder sowas. Das ist natürlich auch großartig, aber immerhin, das Instrument bleibt natürlich dasselbe. Das ist eben ein Flügel und der ist gut gestimmt. Wenn ich aber zwei Kompositionen von mir spiele nacheinander, da bleibt nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass man ändern muss, weil die andere Komposition viele andere Einstellungen hat.
Und das kann man leider auf diesen, auch auf diesem Instrument nicht so mit Knopfdruck machen, sondern man muss sich hinsetzen und muss das machen. Das würde also heißen, ein Konzert, in dem ich Ihnen nun diese drei, vier oder sechs Dinger vorführe, das hat immer den Nachteil, dass große Räume dazwischen sind. Und wo ich das mache, da mache ich dann meistens dann einen Film oder was dazwischen und kann in aller Ruhe das nächste einstimmen. Heute kommen Sie in den seltenen Genuss. Ich habe es, glaube ich, überhaupt noch nicht gemacht, aber mit meinen neuen Stücken möchte ich es eben gerne machen. Die Stücke kommen hintereinander von einer, von einem CD. Thank you.